Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod-Vorstellungsvideo. Und in dem heutigen Video möchte ich euch zwei neue, richtig coole Dinosaurier-Mods vorstellen. Unter anderem haben wir da als erstes einen neuen Fleischfresser, nämlich den Daspletosaurus. Der kommt für den Albertosaurus ins Spiel und da wurde auch das Bild geändert, was ich mega cool finde. Ist leider nur ein bisschen schade, dass hier der Name nicht angepasst wurde. Das hätte ich mir noch gewünscht, aber dass das Bild schon geändert wurde und das sieht auch echt gut aus, finde ich schon mega cool. Ist natürlich ein bisschen größer, ist immer cooler, wenn die dann wirklich genauso sind, wie sie hier im Originalspiel sind. Aber so finde ich das auch schon cool. Ist auf jeden Fall besser, als wenn da nichts geändert wird. Aber egal. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal den ersten Albertosaurus frei im Standard-Skin. Das ist der Daspletosaurus. Ist übrigens wieder eine Mod von JFD, Jacked Fang Designs. Die haben ja schon richtig viele, richtig coole Mods gemacht. Und auch diese Mod ist wirklich genial. Die sieht so cool aus. Den Daspletosaurus kennen wir ja auch schon von Path of Titans. Der ist ja, sieht ja so ein bisschen aus wie so ein, ja, ich sag mal, jüngerer oder jugendlicher T-Rex, beziehungsweise Sub-Adult, nicht jugendlich. Also wie ein kleinerer T-Rex, so ein bisschen. Und ja, der sieht auch hier super, super interessant und spannend aus. Und sieht auch gar nicht mehr so dem Alberto ähnlich. Das finde ich ziemlich cool. Pausieren wir ganz kurz und schauen uns mal den Skin an. Er ist natürlich wieder super hochauflösend. Ich liebe ja immer die Qualität von den Jacked Fang Designs Mods. Wenn ihr mal guckt, also der Skin sieht wirklich richtig nice aus. Man sieht wieder jede Schuppe. Die Färbung ist wirklich super und selbst das Auge, wenn ihr da mal ranzoomt. Guckt euch mal das Auge an, wie viele Details das schon alleine hat. Also finde ich einfach unglaublich, wie cool diese Mods einfach umgesetzt sind. Ja, die Kamera spackt wieder komplett ab. Also bin ich großer Fan von. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass die eine neue Mod rausbringen, muss ich mir die anschauen und meistens auch ein Video dazu machen, weil diese Mods echt lohnenswert sind. Wäre cool, wenn er jetzt mal eben hier was trinkt oder frisst. Und da läuft er hungrig los und will was fressen. So sieht die Laufanimation aus. Oh, er schreit sogar noch. Oh, er hat dem Helikopter hinterher geschrien, weil ich hatte hier noch einen Velociraptor. Auch ein, mit dem Feathered Skin, der hier noch betäubt drin war. Der liegt da jetzt. Nicht, dass er den gleich auch noch frisst. Aber sieht schon echt cool aus. Also ich bin großer Fan wieder von der Mod. Können ja auch mal den nächsten Skin freilassen, würde ich fast sagen. Aber erstmal kurz den Velociraptor hier entsorgen. Nicht, dass der hier gleich gefressen wird. So, der nächste ist das Alpinmuster. Schauen wir uns das doch auch mal gemeinsam an. Der hat so ein bisschen schlichterere Farben. Also nicht so was Knalliges wie Rot oder so damit drin. Sieht aber trotzdem mega cool aus. Finde ich sogar... ich weiß nicht, ob ich sogar besser finde. Finde beide Skins mega. Wo sprintet der denn hin? Der hat aber einen weiten Weg vor sich. Das war denn sein Plan. Auf jeden Fall so sieht der Alpin-Skin aus. Auch ziemlich cool. Ich finde auch die Arme voll interessant irgendwie, wie der die hält. Mal was ganz anderes. Ah, der frisst die Ziege, wie cool. Das ist nice, dann sehen wir das jetzt mal. Und zack, hinein in den Schlund. Die Leute sind ja auch schon direkt am Gucken. Die besten Plätze. So, und der nächste Skin. Das ist jetzt Regenwaldmuster. Dieser Schrei ist auch irgendwie echt cool, muss ich sagen. So sieht Regenwaldmuster aus. Ja, so grünlich. Kamera zoomt jetzt raus, oder? Nee. Ich dachte jetzt wegen den Bäumen. Oh, das sieht cool aus. Oh mein Gott. Da pausieren wir mal ganz kurz. Das sieht ja komplett anders aus. Mega nice. So schwarz, gräulich, bläulich und dann so grün damit drin. Auch das Auge super grün. Passt halt echt zu so einem Regenwald. So Regenwald-Sumpfmäßig. Gefällt mir richtig gut. Trinkt jetzt auch mal ein bisschen. Sehen wir das auch mal. Oh, wie böse der guckt. Der Kopf ist voll riesig, ne? Irgendwie, oder?
Also die Qualität der Mod ist einfach wieder insane. Und der letzte Skin, den wir uns jetzt für den Das Pleto anschauen, das ist dieser hier. Ich habe gerade in meinem Opa-Gehirn vergessen, welcher Skin es ist. Wo ich es gerade vor einer Sekunde noch gesehen habe. Schauen wir mal ganz schnell nach. Dschungelmuster ist das natürlich. Natürlich ist es Dschungelmuster. Konnte ich das vergessen? Ja, danke Kamera, für nichts. Da läuft er. Sieht auch super aus, ne? Ich finde das ja krass, dass die alle so unterschiedlich aussehen, aber trotzdem alle richtig cool. Also da ist wirklich viel Liebe und Arbeit reingeflossen. Sind alle so gut gelungen. Es gibt auch noch zwei weitere Skins, glaube ich, die ich jetzt nicht freigelassen habe. Aber falls ihr die sehen wollt, dann könnt ihr die Mod natürlich wieder selber runterladen. Die ist unten in der Videobeschreibung für euch natürlich verlinkt. Und dann könnt ihr euch auch mal die anderen Skins anschauen. Ich kann euch die Mod nur empfehlen. Also jetzt so vom Ersteindruck. Die Animationen sehen alle super aus. Die Skins sehen super aus. Das Model sieht super aus. Also wirklich eine Top-Mod. So, und als zweite Dinosaurier-Mod schauen wir uns eine Pflanzenfresser-Mod an. Nämlich den Borealopelta. Borealopelta. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Habe ich vorher noch nie gehört. Kommt aber auch von Jacked Fang Designs. Also ich erwarte wieder sehr viel Gutes. Das Ganze ist natürlich auch wieder für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr seht schon, der Name wurde leider nicht geändert. Aber das Bild wurde wieder angepasst. Was ich immer cool finde. Dann erkennt man wenigstens, dass hier eine andere Mod installiert ist. Kommt für den Polar Contours ins Spiel. Und ich würde sagen, lassen wir mal den ersten frei. Im Standardmuster ist das jetzt. Oha, die Vorderbeine sehen ganz anders aus, schaut mal. So, das Erste, was mir auffällt, wenn er läuft. Das hat er. Nicht, dass er gleich hier in Panik ausbricht, weil ich habe hier, ja, da seht ihr schon im Hintergrund, die Daspletos sind hier noch drin und snacken sich schon die ersten Ziegen. Mensch, jetzt gerat doch hier nicht in Panik. Er ist wahrscheinlich auch sehr nah verwandt mit dem Polarcanthus, gehe ich mal von aus. Er sieht dem auch schon so ein bisschen ähnlich. Ist aber auch cool, ne? Ich würde jetzt mir gerne mal wünschen, dass der mal ein bisschen in die Sonne läuft. So, Leute, ich habe ihn jetzt gerade nochmal gerettet. Er hat hier gerade schon gegen ein Daspletosaurus gekämpft. Den konnte ich gerade noch betäuben, bevor er hier den Borealopelta zu Boden bringt. So sieht er betäubt aus, mit offenem Auge. Aber ich wollte mir den jetzt mal, bevor er hier noch weiterkämpft, mal ein bisschen genauer angucken. Sieht echt cool aus, ne? Hat was. Also diese Vorderbeine sehen ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber die Umsetzung der Mod ist natürlich wieder super, ne? Wenn ihr das euch mal so anschaut, sieht das super interessant aus. Man sieht jede Schuppe. Die Färbung sieht auch cool aus. Ist definitiv ein cooler neuer Dinosaurier. Aber Favorit ist auf jeden Fall der Daspletosaurus von diesen beiden neuen Mods. Könnt ihr mal auf langsam machen. Und der ist hier natürlich jetzt voll in Panik. Der Kleine. Tut mir auch echt leid, ne? Direkt in so ein Fleischfressergehege mit vier großen, gefährlichen Fleischfressern. Und dann ganz alleine. Das ist natürlich auch nicht schön. Der hat auch einen sehr dünnen Schweif. Also der ist nicht so massiv. Aber trotzdem einen sehr breiten Körper. Der ist auch so ein bisschen speckiger, kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor, weil die Beinchen teilweise so dünn sind? Gute Frage. Ja, ihr seht schon, 47 Gesundheit nur noch. Also der hat hier ordentlich einen mitbekommen. Die anderen werden jetzt hier hoffentlich auch noch betäubt. Ja, der Helikopter ist ja schon voll hinterher. Wir werden die aber gleich auch noch kämpfen lassen, keine Sorge. Werden wir definitiv noch machen, die beiden. Und schauen uns das dann noch an. Oh, oh. Ich glaube, das könnte hier gleich schief gehen. Dann sehen wir ja schon den ersten Kampf. Da ist er umgefallen. Momentan sieht es hier super aus. Wir lassen mal seinen Kumpel frei. Das ist im Savannenmuster. Schauen wir uns den mal an. Name ist sehr schwer auszusprechen. Ich habe den Namen auch vorher nie gehört. Vielleicht können ja die Dino-Experten mal ein paar Infos droppen. Auch gerne zu dem Daspletosaurus. Damit man mal ein bisschen was über die Dinos erfährt. So, der hoppelt da. Ah, der ist jetzt mehr so grau. Der war ja eher so bräunlich. Der hier ist eher so, ja, grau, silber, weiß. Sind sehr schlicht gehalten, die Skins. Irgendwie sieht das aber komisch aus, wenn er sich so bewegt, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Ich finde aber auch die Bewegung und so gut. Das sieht beim Fressen, bewegt sich sogar der Hals und alles. Also ist echt ganz ziemlich gut gemacht.
Das nächste Muster ist das Regenwaldmuster. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht ein bisschen spannender ist. Ja, das ist auch sehr schlicht. Wobei ein bisschen mehr Farbe ist da drin, oder? Ja, sieht schon so ein bisschen so aus. Hier unten am Bauch und so ist ein bisschen mehr braun drin. Und oben ist der dann halt auch eher so grau. Sieht so ein bisschen so aus, als wäre das ein Kind von den beiden. So ein Mischling. Das ist jetzt der Wüstenskin. Natürlich ist auch diese Mod unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und es gibt, glaube ich, auch wieder 2, 3 weitere Skins, die wir uns jetzt hier in diesem Video nicht angucken werden, weil es sonst zu lang wird. Also ich glaube, so spannende Skins wie bei dem das Pletosaurus haben wir hier nicht. Der sieht sogar wieder so fast so aus wie der Standard-Skin, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen heller. Aber ich glaube, der ist nur ein bisschen heller. Und natürlich schauen wir uns jetzt zum Abschluss diese beiden neuen Dinosaurier-Mods im Kampf an. Mal schauen, wer sich da durchsetzen kann. Ja, das Pletosaurus oder der Borealopelta. Oh, die Treffer sehen ja schon mal gut aus. Also der erste sah nicht ganz so gut aus, aber der hier gerade von dem Pflanzenfresser, der hat ordentlich gesessen. Es wird hier auch mega gebrüllt. Ich glaube, das ist auch echt ausgeglichen. Ja, die Kamera zoomt erstmal raus. Aber wir haben nichts verpasst. Mal schauen, wer sich durchsetzt. Der zweite Treffer wieder von dem Daspleto. Also die Treffer vom Daspleto sitzen nicht ganz so gut. Jo, die Kill-Animation sieht auch nicht ganz so gut aus. Das muss man einfach sagen, wie das Bein hochgeht. Oh Gott, da rollt er. Wie so ein dicker Mops. Oh Gott, das muss ich mir angucken. Wie er da rumrollt. Schaut euch das an. Wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Oh, der tut mir ein bisschen leid. Sieht fast so aus, als wenn er noch lebt. Nö, da hat er sich zu Ende gerollt. Ja, das Pletosaurus hat sich hier durchgesetzt. Hat aber einen mitbekommen, aber nicht viel Schaden kassiert. Okay. Also der Albertosaurus ist definitiv viel, viel stärker als der Polacanthus. Ich glaube, der könnte hier alle 4 erlegen, wenn er das wollte. Aber ich glaube, das sollte ausreichen, oder? Wollen wir uns noch einen Kampf angucken? Ich glaube, es geht jetzt direkt wieder los. Dann können wir uns den Kampf auch nochmal kurz angucken. So Leute, wir schauen uns jetzt das Ganze nochmal im Hintergrund an, wie die beiden hier kämpfen. Aber das soll es für das heutige Video gewesen sein. Checkt diese beiden Mods definitiv ab. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sind echt mega nice. Besonders der Daspletosaurus gefällt mir richtig gut. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auch selber ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, wie sich der Daspletosaurus durchsetzt. Oh, hat der denn jetzt hier umgeratzt? Naja, Leute, macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Dandy.